Hallo Freunde, heute möchte ich euch wieder ein Spyderco-Messer vorstellen. Es handelt sich um das Spyderco AT-Ready, kurz ATR. AT-Ready heißt für mich jetzt halt übersetzt allzeit bereit oder zur sofortigen Bereitschaft. Es ist ein, man kann eher sagen, ein bisschen ein taktischer Folder. Zumindest wird es in der Werbung von Spyderco so dargelegt. Ich möchte euch dieses Messer geschwind vorstellen. Es handelt sich um eine Ganzstahlkonstruktion. Also die Händel sind aus Edelstahl. Die Klinge ist aus VG10 und zum Größenvergleich für dieses AT-Ready habe ich euch wieder ein SAK Classic hingelegt. Geschwind zu den Maßen. Das AT-Ready hat eine Klingenlänge von circa 9 cm. Der Schneidbereich ist ausgelegt mit 8,2 cm. Die Grifflänge beträgt gut 13 cm und die Klingenstärke beträgt 3 mm. Das AT-Ready verfügt über ein Compression Lock, also quasi wie das Paramilitary hat es hier oben ein Compression Lock drin, oben angebracht. Die Händel aus Edelstahl sind skelettiert für die Gewichtsersparung. Und das Messer zwecks Gewichtsersparung wiegt 150 Gramm. Bei diesem Messer fällt halt auf, es hat hier diese Daumenauflage. Spyderco nennt es Cobra Hood, also es soll ein bisschen diesen aufgestellten Nackenpart einer Cobra darstellen. Also es ist hier eine Daumenauflage, die abschraubbar ist. Ich glaube, man sieht es hier. Der Stahl ist ein VG10 Stahl. Das Messer wurde in Seki City hergestellt, also in Japan hergestellt. Und ja, noch zur Gesamtlänge des Messers. Es hat eine Gesamtlänge von 21,6 cm. Zu diesem AT-Ready Messer kursieren ja ein bisschen Gerüchte, dass dieses Messer anfänglich für die österreichische Waffenfirma Glock hergestellt wurde, als Dreingabe für eine bestimmte Pistole, dass man quasi, wenn man diese Pistole gekauft hat, dieses Messer dazugelegt wurde oder man es dazu bestellen konnte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was für ein Pistolentyp das war, und ich interessiere mich auch nicht für Schusswaffen. Dieses Konzept wurde dann von der Firma Glock verworfen und Spyderco brachte dieses AT-Ready als eigenständiges Messer auf den Markt. Zuerst in einer Titanium-Version,
Da waren die Handgriffe aus Titan, also genau gleich, gleiche Art, Bauart wie dieses Messer, allerdings die Handles aus, oder die Handgriffe aus Titan. Dieses, was ich habe, ist hier so ein bisschen die preisgünstigere Version mit Edelstahl Handgriffen. Dieses Messer verfügt über eine offene Architektur. Was man halt hier sieht, es hat einen ziemlich grob oder großen Clip, der Tipp-Up links und rechts Tragweise erlaubt. Das Compression-Lock, das hatte ich schon. Und der Gang ist butterweich. Also es ist ein Vierfingermesser. Man sieht es hier sehr schön. Und es liegt wirklich wunderbar in der Hand. Hier ist wieder das Logo des Designers. Das ist Sal Glaser von Spyderco. Und hier sieht man auch wieder diese offene Architektur. Sehr schön. Und es ist ein angenehm zu haltendes Messer, wobei ich immer ein bisschen auf den Winter ein bisschen die ja, Angenehmheit des Tragens ein bisschen abspreche, weil es ist Edelstahl. Es hat hier oben eine schön eingearbeitete Fehlschärfe, einen Hohlschliff und ab Werk kommt es sehr, sehr scharf. So, das war es jetzt eigentlich schon von mir zum ATR at the Ready. Ja, es wird nicht mehr hergestellt und dieses Messer ist, glaube meines Wissens nach 2006 auf den Markt gekommen. Jo, das war's jetzt schon von mir. Wir sehen uns auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es grüßt euch, der Indoor Ranger.